Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Mittwoch wieder dabei seid. Die ersten Transfers werden eingetütet. Auf der Abgangsseite gibt es ganz, ganz viele Gerüchte. Wir bringen heute so ein bisschen Licht ins Dunkel und ich gebe meine Meinung natürlich dazu ab. Und noch 220 Abonnenten bis 10.000. Vielleicht schaffen wir es bis Samstag. Dann sind wir alle im Borussia Park und dann feiern wir das alle zusammen. Die 10.000 Abonnenten bei Buschis Borussia, das wäre der absolute Wahnsinn. Was müsst ihr dafür tun? Ihr kennt es, alles kostenfrei. Daumen da lassen, Kommentar schreiben und den Kanal abonnieren. Und jetzt starten wir rein. Und bevor wir richtig reinstarten, muss ich noch mal kurz auf das Spiel von Leverkusen Bezug nehmen. Also die rote Karte von Hincapi sind 3 Spiele Sperre, finde ich eine absolute Frechheit, nahezu lächerlich. Wenn man die Szene guckt, macht Hincapi null Anstalten zurückzuziehen. Er streckt sogar das Bein noch leicht nach links, dass er hier Weigel ja am Schienbein trifft. Für mich eine absolut lächerliche Entscheidung. Wenn man das jetzt als Maßstab nimmt, dann erwarte ich, dass bei 4 Spielen Sperre das Schien- und Wadenbein durch ist. Ist für mich absolut lächerlich. Und was für mich noch lächerlicher ist, ist Palacios mit seiner dämlichen Geste, sei ruhig da rumzulaufen. In der Kreisliga hätte ich mir den Typen gepackt. Sage ich euch so, wie es ist. Aber naja, Palacios, also dem würde ich am liebsten auch noch 3 Spiele, 4 Spiele Sperre für die Geste geben. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ich das gesehen habe, da habe ich wieder alles gesehen. Aber jetzt beruhigen wir uns und starten mit guten News rein. Wir haben nicht Sergio Ramos gekauft, sondern Ramos, auch nicht schlecht. Kommt ablösefrei von Bayern 2, 19 Jahre alt, hat er in der Regionalliga Bayern gespielt. In 35 Spielen, 20 Tore, 13 Vorlagen. Dazu kommen wir jetzt gleich noch. Vertrag bis 2027. Ja, die Frage ist, wo ist er für eingeplant? Für die zweite Mannschaft, wenn Teodorovic geht, oder für die erste? Ich hoffe für die erste, weil mit 19 Jahren musst du in die erste Mannschaft integriert werden, wenn du den Durchbruch schaffen willst. Das ist aber nur meine Meinung. Wenn er wieder 2 Jahre nur bei uns in der zweiten spielt, dann wird er 2 Jahre da spielen und dann hört man wieder nichts davon und dann ist die Geschichte vorbei. Ich hoffe, dass er für die erste Mannschaft eingeplant wird. Ist ein Riesensprung von der Regionalliga in die Bundesliga, das muss man keinem erzählen. Gucken wir uns kurz das Spielerprofil an. Ich habe es gesagt, Mittelstürmer 1,80 groß, gute Scoring-Werte, aber ich finde, die Regionalliga West ist aus meiner Sicht deutlich stärker als die Regionalliga Bayern und da hat Teodorovic ähnliche Scoring-Werte und er hat leider bei uns auch keine Chance bekommen, aber Farke war jetzt auch nicht dafür bekannt, solche Spieler zu fördern. Vielleicht haben wir nächstes Jahr einen neuen Trainer, dann sieht die Sache wieder anders aus. Für mich lässt der Transfer auch so ein bisschen darauf schließen, dass Farke am Ende der Saison gehen wird. Entweder er geht selber oder er wird entlassen. Ich finde es super schade, gerade mit der Kommunikation ist da einiges im Argen bei Borussia. Da muss sich dringend was ändern, aber der Transfer lässt für mich eher darauf schließen, dass Farke gehen wird. Wie gesagt, willkommen Grand Leon Ramos bei Borussia. Ich freue mich. Und die Trikotverkäufe werden wahrscheinlich auch dadurch anziehen. Und ja, wie gesagt, meine Meinung dazu ist ein guter Transfer. Aber man muss halt auch bedenken, Thuram und Benzebaini haben zusammen aufs Tableau 26 Scorerpunkte gebracht. Bei aller Kritik, gerade in der Rückrunde, haben sie deutlich, deutlich nachgelassen. Das muss man schon sagen, wie die ganze Mannschaft. Aber ein Ramos wird jetzt kein Thuram auffangen von den Scoring-Werten. Da muss doch Qualität kommen, aber ich glaube, da sind sie sich auch einig. Wer Qualität mitbringt, ist Kral von Schalke 04. Der wird wohl ablösefrei zu haben sein. Wie wir alle wissen, gibt es leider noch den Krieg in der Ukraine. Hat vorher bei Spartak Moskau gespielt. Könnte wohl seinen Vertrag auflösen. Da haben wir auch wohl Union Berlin vom Gehalt überboten. Ist halt ein sehr, sehr defensiver Mittelfeldspieler. Soll wahrscheinlich Kone dann ersetzen. Ablösefrei, guter Transfer. Aber wir haben natürlich auf der Position mit einem Julian Weigel, ähnlicher Spielertyp, vielleicht noch ein bisschen defensiver als Kral, mit Chris Kramer, mit einem Fraulo, mit einem Neuhaus, der die 8 spielen kann, schon viele Spieler. Klar, Kral für die Breite ist definitiv gut, kann man machen, aber ein Weigel und ein Kral auf der Doppel-6 wäre mir persönlich zu defensiv. Und was uns halt diese Saison krass gefehlt hat, ist einfach Kreativität, Durchschlagskraft, Kaltschnäuzigkeit und gerade die Kreativität von einem Raphael, auch von einem Hazard, auch von einem Traoré dann ab und zu mal, die fehlt uns dieses Jahr komplett, dass vorne mal was Besonderes passiert, einer mal 2, 3 Spieler stehen lassen kann. Und ich würde mir wünschen,
einen Amdouni auf der 10, einen Kolpers und Füllkrug im Sturm, dann wäre richtig Abfahrt. Aber wie gesagt, das muss natürlich auch alles finanziert werden, ob sowas möglich wäre. Sei mal dahingestellt, das wäre mein Wunsch, weil ich glaube, Kolpers ist extrem abschlussstark, Füllkrug bringt Mentalität mit und Amdouni bringt die Kreativität mit. Damit hätten wir ein super Dreieck da vorne und dann könnte ich mich auch mit Kral und Weigel auf der 6 anfreunden oder Neuhaus. Mal abwarten. Schaut gerne mal rein, was ihr von Alex Kral haltet. Wie gesagt, eine Vorlage in 28 Spielen gemacht. Und Manu Kone hat jetzt auch nicht mit Scoring-Werten geglänzt, hat ein Tor und eine Vorlage, da nehmen die beiden sich nichts. Und ja, ich würde sagen, machen wir weiter mit dem ersten Abgangsgerücht. Alassane Player steht wohl vor einem Abschied von Borussia Mönchengladbach. Da gibt es wohl Interesse aus Lyon und auch von Crystal Palace, West Ham aus der Premier League. Ich mag Player absolut, er ist jetzt 30. Diese Saison hat für mich ein bisschen die Schnelligkeit gefehlt. Ich lasse auch mal offen, ob er wirklich ein Linksaußen ist oder nicht auf der hinter den Spitzen, also auf der 10 hängende Spitze, besser aufgehoben wäre. Und als Ablöse, wie gesagt, er hat eine Ausstiegsklausel, hat seinen Vertrag im Sommer verlängert. Letzten Sommer stehen wohl 8 bis 12 Millionen im Raum. Ich würde Player tatsächlich gehen lassen für eine Summe ab 10 Millionen. Ich glaube, du wirst nicht mehr für ihn bekommen. Und wenn man dafür einen jüngeren Spieler holen könnte, mit Qualität allerdings, einen Hugo Kolpers etc., fände ich das sehr, sehr interessant. Er hat jetzt von den Scoring-Werten, war ja diese Saison gar nicht so schlecht. Natürlich 2 Tore ist extrem mau für einen Linksaußen oder einen Stürmer. Gerade in 28 Spielen, 9 Vorlagen ist natürlich absolut in Ordnung, das muss man schon sagen. Aber so ein bisschen fehlt mir bei Player die Spritzigkeit mittlerweile. Der hat es ab und zu mal aufblitzen lassen gegen Bayern, wo er gegen Upamecano die rote Karte rausgeholt hat. Wird natürlich auch schwierig, wenn sie bei Ini weg, wahrscheinlich Kone, Thuram weg, die French Connection bricht dann so ein bisschen auf und ob ein Player dann da bleiben will, sei mal dahingestellt und alles, was ich höre, ist auch Player sehr, sehr unzufrieden intern und da deutet sich dann auch ein Abschied an, ein Abschied, der für viele schon klar ist, ist Hannes Wolf, das ist einfach eine Beziehung zwischen Gladbach und Hannes Wolf gewesen, die null geklappt hat, das muss man einfach so sagen, das wird auch einer der größten Missverständnisse von Borussia Mönchengladbach sein, ich glaube, du hast insgesamt 11 Millionen für den Mann bezahlt mit Leihgebühr, hat dir kaum was wiedergegeben, ich glaube, als Ablöse kannst du nicht mehr als 3 Millionen rechnen und die Frage ist, ob ihn überhaupt jemand kauft, weil er ist in der Prime gekommen von der Champions League, wird ein gutes Gehalt haben, ähnlich wie Leiner, und da kann man nicht viel an Ablöse erwarten. Da werden sich die Wege im Sommer wahrscheinlich trennen. Bei Leiner, finde ich, macht in den letzten Wochen einen guten Job, bringt gerade das mit, was wir brauchen, Mentalität, Einsatz. Und Leiner hat halt nur noch ein Jahr Vertrag. Da muss man mal gucken. Aber bei Hannes Wolf glaube ich, dass die Wege sich trennen werden. Wie gesagt, Hannes Wolf, 17 Einsätze, Durchschnittsspielzeit 14 Minuten, glaube ich. Oder ja, 14% müsste sogar ein bisschen weniger sein. Oder um den Dreh ist auch egal. Also extrem wenig Spielzeit, ein Tor, eine Vorlage. Konnte sich unter keinem Trainer durchsetzen, unter Rose nicht, unter Hütter nicht und auch unter Farke nicht. Das bleibt, ist ein misslungener Transfer, muss man einfach so sagen. Grüße gehen raus an Max Eberl und Marco Rose natürlich. Apropos Marco Rose, Thuram steht wohl kurz vor einer Entscheidung, entweder es geht zu Atletico Madrid, Inter Mailand oder vielleicht noch RB Leipzig zu Max. Ich hoffe, dass er ins Ausland geht. In der Bundesliga, ich will ihn nicht gegen uns spielen sehen und gerade nicht in Leipzig. Markus, geh nach Inter oder nach Atletico, aber lass die Dummen nicht bei die Dosen. Du hast auch was Besseres verdient. Rainer Bonhoff will Platz 10. Das wollen wir alle. Danke dir, Rainer, für das Statement. Ich bin am Samstag auch im Stadion gegen Augsburg. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich glaube, wird hochemotional das Spiel. Letzte Partie von Lars Stindl. Da wird uns was wegbrechen, was wir an Mentalität, an Einsatz, an Identifikation zum Verein nicht kaufen können. Das wird eine Lücke in der kommenden Saison. Da bin ich gespannt, wie die aufgefangen wird. Und für Augsburg geht es noch um alles. Also die können noch absteigen. Sollte, ich glaube, Bochum und Stuttgart gewinnen, könnten sie noch auf den Relegationsplatz abrutschen, also die werden uns nichts schenken, die werden auch Lars Stindl keine Tore schenken, da müssen wir nochmal Leistung bringen, um Platz 10 zu erreichen und ich hoffe, dass die Mannschaft das auch auf den Platz bringt
Und zum Abschluss, der Antrag wurde abgelehnt. Da gibt es nicht die Mehrheit. Wir hatten gestern oder vorgestern kurz darüber berichtet, dass die DFL gerne einen Investor reinlassen würde. Das wurde abgeschmettert von den Vereinen. Einfach sehr, sehr gut, dass die Vereine, das ist ein Sieg für die Fans. Ich glaube auch ein Sieg für die Bundesliga. Sowas gehört nicht in die Bundesliga. Und 2 Milliarden ist absolut abartig. Und deswegen Chapeau an alle Vereine, die Nein gesagt haben. Ich hoffe, Borussia hat auch Nein gesagt, weil die Wahl war geheim. Und eine Ära geht zu Ende. Leute, eine Ära geht zu Ende. Der Buschis Borussia Shop macht Ende des Monats zu. Ich muss meine Masterarbeit fertig kriegen und es ist einfach unheimlich viel Arbeit. Es war für mich eine Riesenfreude, eine Riesenehre, den bestreiben zu dürfen, meine eigenen Klamotten zu machen. T-Shirts sind leider ausverkauft. Pulli gibt es noch von S bis L in ganz geringen Stückzahlen. Und den Hoodie gibt es noch von S bis L in ganz geringen Stückzahlen. Und den Pulli in M, XL und 2XL auch noch in ein paar Stückzahlen. Versand ist kostenfrei, wenn ihr euch 2 Teile holt, 10% Rabatt mit Buschi 1900 und natürlich wie immer von mir eine Dankeskarte mit Widmung. Darauf kann man sich freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch noch einen Teil gönnt. Und jetzt wünsche ich euch einen super Mittwochabend. Wir sehen uns spätestens morgen im Live-Talk und Samstag gibt es die Spieltagsvorbereitung aus dem Borussia Park. Was gibt Schöneres? Und jetzt macht's gut. Ciao.